Viele Menschen wünschten sich eine Radtour der großen SPÖ-Familie des Bezirkes Güssing. Was das bedeutet, erklärt uns Landtagspräsidentin Verena Dunst. Zuerst einmal bin ich so froh, tolles Wetter. Und wir haben wirklich eine Sternfahrt gemacht, das heißt von verschiedenen Ortschaften losgefahren, über andere Ortschaften andere geholt. Und das war ein wunderschönes Ankommen jetzt um 18 Uhr am Badesee. Aber es kommen noch immer Gruppen an. Ja, die Menschen lieben es, in der freien Natur Radl zu fahren, aber auch jetzt nicht nur schnell, sondern auch miteinander reden. Ich habe beispielsweise mein Enkelkind im Huckepark, wir haben gesungen. Also wirklich gemütlich fahren, miteinander in der Gruppe Spaß haben, ein bisschen was erzählen, entspannen, abspannen. Und genau deswegen haben wir seitens des Bezirkes eingeladen, heute hier nach Rachwart. Ja, was passiert jetzt? Nach der Sternfahrt gibt es jetzt einmal ein bisschen Mulatschak mit Musik. Und dann geht es los, dass die noch Radl fahren wollen, fahren zurück. Und andere, die nicht wollen, die haben sich schon angemeldet, dem gesagt, wir bleiben länger da und die werden dann abgeholt samt ihrem Rad. Eine Sternfahrt ist eine Veranstaltung, bei der Teilnehmer von verschiedenen Orten aus mit dem Fahrrad zum gleichen zentralen Treffpunkt fahren. Wörterberg, Oldendorf, von St. Michael sind nur einige der Orte, wo die Sternfahrt gestartet wurde. Manchmal mit kleinen Hindernissen. Oder gleich mit Familie, wie bei Landtagspräsidentin Verena Dunst, die ihre Enkelin im Anhänger mitgenommen hat. Der liebe Gott gab herrliches Wetter und so konnten die Radfahrer die Fahrt richtig genießen. Ich bin auch gefahren, das schaut nur nicht so aus. Oh ja, zeig das gleich. Endstation der Sternfahrt war der Badesee in Rauchwart. Ein Badesee wie der in Rauchwart ist sicherlich ein angenehmer Ort, um nach einer Fahrradtour zu entspannen und sich zu erfrischen. Nach einer erfolgreichen Fahrt ist es schön, eine entspannte Umgebung zu haben, in der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich auszuruhen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Solche Veranstaltungen fördern nicht nur die sportliche Aktivität, sondern auch die Gemeinschaft und das Miteinander. Dazu sagt Bürgermeisterin Michaela Raber. Die Bürgermeisterin sagt herzlich willkommen in Rauchwart. Und wie würde es besser passen, wie wenn man als Urlaubswillig, wir sind in der Urlaubszeit jetzt im August, wenn man das nach Rauchwart bringen. Mit den Rädern sind die Leute gekommen und möchten hier Urlaubsstimmung erleben und ich glaube, das ist uns geglückt. Am Badesee wandern viele zufriedene Gesichter zu sehen, die das Ziel erreicht haben. Die Kombination aus gutem Essen, Getränken und Live-Musik war eine perfekte Art, den Erfolg der Fahrt zu feiern und die Gemeinschaft zu stärken. Die Teilnehmer der Sternfahrt verbrachten eine großartige Zeit am Badesee in Rauchwart, indem sie bis spät in die Nacht gefeiert haben. Und es ist aufregend zu hören, dass es nächstes Jahr wieder eine Sternfahrt geben wird. Kann man erwarten, dass das nächste Jahr wiederkommt? Danke Ihnen für die Frage, ob das nächstes Jahr wieder wird. Sie sehen, das ist so ein Erfolg. Es kommen Menschen, entweder mit dem Radl oder sie kommen jetzt zur Gesellschaft dazu. Das geht gar nicht anders. Ich werde das sicher wiederholen. Weil die Veranstaltung so erfolgreich war und die Teilnehmer so viel Spaß hatten, wird es sicherlich viele geben, die gerne wieder daran teilnehmen werden. Sei dabei. Wir haben noch einige Ausschnitte der Veranstaltung für Sie vorbereitet. Super, wirklich eine große Familie, eine sozialdemokratische Familie, die auf die Menschen schaut. Und genau zu dem lässt man auch 30 Sätze verlieren.
Radtouren der SPÖ im Burgenland haben wir eigentlich Tradition. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen es heuer hier in unserem Bezirk. Und als Ziel haben wir Rauchwart hier ausgewählt. Von Olbendorf haben über 10 Leute gestartet. Es waren eigentlich 15, wenn ich richtig gezählt habe, oder 16 sogar. Noch besser, wie war für euch Strecke? Ja, das ist natürlich sehr angenehm für uns von Olbendorf, dass wir eigentlich mehr oder weniger ohne große Kraftanstrengung, sage ich jetzt einmal, unserer Nachbargemeinde Rauchwart hier erreicht haben, sage ich jetzt einmal. Und neben Kapelle seid ihr auch gefahren. Ist das spezielle Radweg? Grundsätzlich ist es einer unserer vielen schönen Plätze in unseren neuen Zirkeln in der Mittermühl. Diese Parkanlage, die uns direkt eigentlich vom Zirkel Mittermühl ins Dorf verbindet, die auch sehr oft genutzt wird für Fußgänger, die an und für sich diesen wunderschönen Weg auswählen, dort in die Mittermühl zu kommen, die ja eine wunderschöne Parkanlage und Teichanlage dort beinhaltet, wie viele andere Plätze in unserer Gemeinde und in unseren Zirkeln.